ist Feierabend! Hier ist Feierabend! Sackgasse, bleib stehen! Wer bist du? Der Betreiber einer Autobahnraststätte hat sich hilfesuchend an die Detektei Stahl gewandt. Michael Falkenberg und Sascha Noweski werden den aktuellen Fall betreuen. Detekteichef Carsten Stahl ist bereits vor Ort, um beim ersten Gespräch mit dem Auftraggeber dabei zu sein. Da ist mein Name. Meine beiden Mitarbeiter. Hallo. Grüß Sie, Noweski. Hallo. Hallo. Falkenberg, hallo. Hallo. So, wie können wir Ihnen helfen? Was ist Ihr Problem? Seit 3 Wochen werden hier meine Kunden abgezockt. Inwiefern? Eine Masche, dass irgendwelche Betrüger an die Autoscheiben klopfen. Ja. Notsituationen vortäuschen, sie hätten ein krankes Kind im Auto und keine Karten dabei, Sprit leer. Und sie haben nur eine wertvolle Kette, die kostet 1.000 Euro. Billiard-Schrott. Für 100 Euro können sie haben. Und das läuft seit wie lange? 3 Wochen? 3 Wochen. Ah, schon die Polizei eingeschaltet? Ja, allerdings, wie gesagt, dieser Betrieb läuft 24 Stunden. Okay. Und die haben nicht so viel Personal, da jemand. Okay, und die Kunden sind natürlich schon gekommen und haben sich beschwert irgendwann. Allerdings, das spricht sich rum. Deshalb, das drückt auch. Verstehe, ich meine, ihr Ruf steht da drunter. Ich meine, das ist ja auch eine Art Rufmord, der da passieren kann. Das soll natürlich nicht sein. Die Polizei kann es nicht machen. Ich denke mal, hier ist es wirklich wichtig, dass wir sofort agieren. Ja. Ja, denn hier steht wirklich ihre Existenz mit aufs Spiel. Ich meine, wir sind da definitiv effektiver, weil wir können 24 Stunden was machen. Das Gelände des Rasthofes ist sehr weitläufig und der große Parkplatz ist nicht komplett einsehbar. Ja, der Sascha wird jetzt undercover hier arbeiten, drinnen und draußen. Ich werde im Auto sitzen. Wir werden die Kamera drinnen anzapfen, sodass ich alles überblicken kann draußen im Auto. Und ich denke, dann werden wir irgendwann zeitgerechte Jungs auch erwischen. Nachdem auch noch der Parkplatz mit versteckten Kameras ausgestattet wurde, beginnt am nächsten Tag die Observation. Joschi, machst mir noch einen Hackbraten, ja? Genau. Oh, Hackbraten gibt's. Nur für mich. Tagesgericht heute. Da wird er wohl mehr als eine Portion essen. Plötzlich fällt dem Privatermittler eine verdächtige Person auf. Ein Brecheisen. Ne? Und er rüttelt da auch dran rum. Guck mal. Michael Falkenberg verlässt sofort den Ermittlerwagen. Der erfahrene Detektiv ist sich sicher, dass der Mann es auf einen der geparkten LKW abgesehen hat. Der ehemalige Personenschützer macht sich bereit. Der versucht, den Wagen aufzubrechen, ne? Da kommt er nicht ran. So, jetzt ist günstig. Hallo, mein Freund, was wird denn das hier? Scheiße, wo kommst du denn her? Sascha, Zugriff! Ich treibe einen über den Parkplatz auf dich zu! Hier kommt, guten Appetit, mach's gut! Geschickt und geistesgegenwärtig stimmt sich Michael Falkenberg mit seinem Kollegen ab. An Sascha Noweskis Bizeps endet der Fluchtversuch. Lass mich mal hier. Komm hier. Ja, komm her, Alter, komm, Alter, komm. Oh, mit dir, du Frischfrikadelle, komm ans Maul. Ja, verdammt, Scheiße. Was wollt ihr von mir? Sascha Noweski verständigt die Polizei. Aber was hatte der LKW eigentlich geladen? Ja. Eins unserer kleinen Highlights, wie immer nebenbei. Wir haben zwar nicht die Jungs erwischt, die wir kriegen wollten, aber hier der Kollege, bevor die Polizei kam, haben wir es aus ihm rausholen können noch. Der wollte den LKW aufbrechen, da waren Zigaretten drin. Naja, wollte ein paar Stangen rausholen, mehr oder weniger. Ist immer ein guter Verdienst nebenbei. Haben ihm Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sitzt er ein bisschen ein. Bis zum späten Nachmittag passiert auf der Raststätte von Werner Lorenz nichts Verdächtiges. Ja, normaler Betrieb. Irgendwas. Champagner-Zigaretten? Ja. Schau mal, Junge, also ist das hier ein Stripclub? Siehst du hier irgendwo nackte Mädels? Ich möchte einen drauf, Mann. Ich brauche was richtig Feines. Wie, hast du im Lotto gewonnen oder was? Nein, ich habe einem Kerl aus der Patsche geholfen und habe richtig viel Geld abgesahnt, ey. Könnte auch schon so ein Opfer sein. Ja, aber braucht er irgendwie Geld fürs Kind, Krankenhaus, weiß ich nicht. Und ja, lass mich halt was raten, irgendwie vielleicht Goldkette gekauft? Ja, wer weiß davon. Dem jungen Mann dürfte gleich die gute Laune vergehen. Er ist nämlich auf die Masche der Trickbetrüger hereingefallen. Aber warum haben die Detektive nichts bemerkt? Ja, haben den schön reingelegt, auch den Typen. Wie sahen die Typen aus? Komm. Ja, der war so meine Größe, ja? Um die 30. Ja? Hat so einen russischen, osteuropäischen Akzent. Osteuropäischer Akzent, ja. Ja, aber was ist denn los? Wo ist das passiert? Wo? Komm, wo? Ja, wo? Hier außerhalb der Raststätte. Was ist denn los? Da haben wir keine Kameras.
Die Kameras. Pass auf. Was ist denn los? Junge, du gehst schön zur Polizei, erstattest jetzt Strafanzeige, ja? Wie? Ja, du wurdest ja schön gelinkt. Guck doch mal diese Kette, kannst du mal später nachschauen, die ist nämlich nicht echt. Scheiße. Wir werden weiterhin observieren und müssen hoffen, dass sie endlich mal hier wirklich die gleiche Masche wieder abziehen und nicht außerhalb irgendwo. Die Privatdetektive beziehen auch am nächsten Tag ihre Posten. Bis zum Mittag bleibt es auf der Raststätte ruhig und alles geht seinen gewohnten Gang. Trickbetrügerin wird es nicht sein. Aber eine gewisse Fingerfertigkeit wird sie wohl haben. Versucht sie aber jedem. Ich glaube, das schauen wir uns mal näher an. Michael Falkenberg nimmt die Dame ins Visier und folgt ihr unauffällig. Ein Fernfahrer will sich scheinbar seine Mittagspause versüßen. Naja, die Dame scheint mir keine Trickbetrügerin zu sein, aber die hat hier ganz andere Absichten. Und auf dem Privatgelände, denke ich mal, ist das nicht ganz erwünscht hier. Da werden wir wohl einschreiten müssen. Hallo! Hey, verpiss dich, du Spanner! Was soll das denn jetzt hier? Hm? Ey, mach, dass du wegkommst. Toll! Danke! Wofür toll, danke? Komm mal raus! Wieso? Weil du jetzt hier rauskommst, weil hier wirst du jetzt nicht weiterarbeiten. Egal, wie du mich anschreist oder nicht. Was willst du von mir? Ich kann verstehen, dass du Geld verdienen musst. Jeder hat seinen Job, du deinen, ich meinen. Und mein Job ist, dich darauf aufmerksam machen, dass hier so eine Nummer nicht läuft. Ach komm, Alter, stell dich doch nicht so an, das ist eine Goldgrube, Mann. Das tut doch keinem Wesen, keine Kinder hier, gar nichts. Verstehe das, Privatgrundstück, es ist nicht erwünscht. Wir haben hier einen Auftrag. Komm, ey. Und damit muss ich dir leider ein Platzverbot erteilen. Okay? Ach, muss dir leider einen anderen Platz suchen. Ja, komm, vergiss es. Am Abend treffen sich die Detektive auf dem Parkplatz zur Lagebesprechung. Sie treten auf der Stelle. Schau mal, lieber Kollege, ich hab dir was mitgebracht. Schöne heiße Pommes. Direkt aus der Fritteuse. Sag mal, wolltest du mich verarschen oder was? Wieso? Du weißt doch, dass ich so ein Zeug nicht fresse. Außerdem sind die kalt. Die sind auch nicht frisch. Die hast du vom Teller gekratzt. Die Schale ist kalt, Mann. Der Inhalt ist warm und heiß. Opa, mal. Die sehen auch so aus, als wenn die schon jemand auf dem Teller hatte. Was fressen du jetzt schon? Siehst du doch. Bist du ein Affe? Ja. Du musst mal sowas essen. Was du bist wie eine Wasserleiche, du zerfällst irgendwann. Was denkst du, wo die ganze Behaarung herkommt? Aber jetzt quatsch mal keine Opern hier. Sag mal, tut sich nichts. Ja, schau dich mal um hier. Um die Zeit kommt kein Mensch mehr. Hier tankt keiner mehr. Frauen mit Kindern, Männer mit Kindern kommen nicht. Die LKW-Fahrer, die pennen alle. So, heute passiert gar nichts mehr. Und so, wie wir jetzt gearbeitet haben, werden wir auch nicht weiterkommen. Wir müssen eine Zwangsläufigkeit schaffen. Das heißt, wir müssen eine Situation schaffen, auf die jemand anbeißt. Herausprovozieren. Genau. Dass jemand anbeißt. Genau das ist es. Wie ein Fisch. So. Okay. Pass auf, Carsten. Ich ruf mal Carsten an. Ruf mal Carsten an. Das Ermittlerduo hofft, dass der Detektivchef Carsten Stahl die rettende Idee hat, wie endlich Bewegung in den Fall kommt. Denn der Raststättenbetreiber will natürlich langsam mal Ergebnisse sehen. Wir haben jetzt eine Situation verabredet mit dem Carsten, eine langjährige Bekannte. Die hat einen Sohn, der wird hier mit ihr vor Ort an der Tankstelle auftauchen. Wir werden die Situation provozieren und hoffen dann, dass die Trickbetrüger darauf hereinfallen, ihr das anbieten werden, so wie sie es vorher auch getan haben. Und dann haben wir sie am Haken. Wie denkst du darüber? Wir kriegen sie auf jeden Fall. Am nächsten Tag kommt die neue Strategie zum Einsatz. Carsten Stahl konnte seine Bekannte als Lockvogel gewinnen. So, Jungs. Teilchen erstmal. Ich hab die Svenja mitgebracht. Svenja, komm mal her und die kleinen Lütten. Ja, hallo. Hallo, Sascha kennst du ja schon. Micha und der Aufzeichner. Hallo. 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 So, pass auf, es ist ganz gut, dass wir hier so ein bisschen sind, ein bisschen versteckt sind jetzt hier. Weil mein Plan ist jetzt dieser. Ja, um jetzt mal zu erklären, wir bräuchten einfach mal jetzt einen richtigen Lockvogel, weil hier passiert ja jetzt nicht viel. Und im Endeffekt mit einer Frau, mit einem Kind, das ist genau das, auf was die sich abgesehen haben. Sie versteht das natürlich und da könnten sie sich gut vorstellen, jetzt dahin zu gehen und sagen, ja, wir brauchen Hilfe, mein Kind, sie wissen ja, wie das ist, was würden sie in meiner Situation tun? Und das ist genau das, auf was wir jetzt aus sind, ja? Und du bist dann mit dabei, ja? Wir machen noch was anderes. Wir werden auf jeden Fall diesmal auch das Auto mit der Kamera ausstatten, damit wir ganz sicher sind. Denn ich möchte hier nicht, ich kenne dich seit 13 Jahren, ich möchte auf gar keinen Fall, dass da was passiert. Wir sind in deiner Nähe, wir sind sofort da, du weißt, wie ich arbeite, du weißt, dass ich ein bisschen anders bin.
Bekloppt im Schädel, ja, aber das kriegen wir hin. Hier passiert ja nicht. Ich will jetzt im Endeffekt die Sache forcieren, dass hier was passiert. Ich denke mal, das ist so in Ihrem Interesse, oder? Also, weißt du, wie es läuft jetzt, Carsten? Ich gehe wieder rüber. Wir haben nämlich nichts im Blick im Moment. Hast du große Augen dabei? Ja, die alle. Indianerauge. Alles klar, Digga. Okay, ich habe zwar ein bisschen Angst, aber ich vertraue dir mal. Okay. Nein, du musst keine Angst haben, Svenja. Ich denke mal, wenn wir Paris sind, würde ich sagen, sie gehen wieder zurück, weil wenn jetzt jemand kommt, wäre auch ziemlich scheiße, ja? Gute Plan, guckt, dass euch nichts passiert. Okay. Das passt. Kriegen wir hin. Alles klar. Ja? Wir machen okay, das. Ja? Auf gutes Gelingen und ihr sagt Bescheid, wenn ihr was habt. Ja? Naja, eine Hand wäscht die andere, aber du, darauf geht's jetzt. Okay, super, dass du sofort einspringen könntest. Und du stürzt Mama mal schön dabei, wa? Panzerfaust. Ganz schön mutig, gell? Alles klar. Okay. Okay. Gut, wissen was du denn? Dann kommst du mit der Karre da vorne fahren. Wir suchen schöne Plätzchen aus, ja, okay? Alles klar, bis gleich. Ja, wir setzen jetzt die Svenja als Lockvogel ein. Und ich denke mal, eine Gefährdung im Großen und Ganzen liegt da nicht vor. Wir haben es eigentlich nur mit Trickbetrügern zu tun. Es geht eigentlich nur darum, festzustellen, wer hier der Trickbetrüger ist, damit wir die Jungs auf frischer Tat ertappen. Und da ist die Svenja sehr hilfreich. Außerdem, wir sind zu dritt, wir haben sie im Auge. Was soll da passieren? Wir werden den Typen im Endeffekt in Handwerk legen, weil das kann nicht sein, dass sie hier einfach die Gutmütigkeit und die Hilfsbereitschaft von Menschen auslösen. Das haben wir uns mit auf die Brust geschrieben, überhaupt mein ganzes Team durch die Brust geschrieben. Das funktioniert mit uns ja nicht. Die Leute kriegen so einen Arschtritt, die fliegen von hier bis zum Nordpol, oder Dicker? Kurzer Prozess. So sieht's aus. Allerdings müssen sich der Lockvogel und die Privatdetektive in Geduld üben. Es dämmert bereits, als endlich ein PKW auf den Parkplatz fährt, der die Aufmerksamkeit der Ermittler erregt. Guck mal, das würde doch schon mal passen. Glatzkopf, Basecap. Warum gehen die jetzt in zwei verschiedene Richtungen? Handelt es sich bei den Männern um die Trickbetrüger, die hier seit über 3 Wochen ihr Unwesen treiben? Einer der beiden geht auf den Lockvogel zu. Svenja Bergmann steht mit Carsten Stahl im Funkkontakt. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss dringend Krankenhaus. Mein Kind ist krank und mein Sprit ist ausgegangen. Okay. Ich brauche ein bisschen Geld. Die Kette kostet 1.000 Euro. Ja. Das sind sie. Ich habe aber keine 1.000. Okay. Bleib ganz ruhig, atme ganz ruhig durch. Geh einfach auf das ein, was er sagt. Wie kriegen wir die hin? Da ist doch Kette, Sie können kaufen. Und ja, Kind, Krankenhaus muss... Okay, ja gut, ich würde Ihnen gerne helfen, natürlich, auf jeden Fall. Ja, können Sie machen. Ja. Kriegen Sie das hin? Ja, das denke ich schon, auf jeden Fall. Tim? Ja? Komm, wir gehen mal. Ich gehe mal Geld holen. Das wäre richtig super. Da rein, am besten? Super. Ja, okay, und ich komme gleich wieder. Super, super. Ja, okay, alles klar. Mutter und Kind bringen sich aus der Gefahrenzone und überlassen den erfahrenen Privatermittlern das Feld. Sekunden später gibt Carsten Stahl das Kommando. Kugel! Bleib stehen, mein Freund! Ich krieg dich sowieso! Hier ist Feierabend! Hier ist Feierabend! Sackgasse! Bleib stehen! Wer bist du? Schnauze! Runter! Das bringt dir nichts, Junge! Wo ist sie hin? Das bringt dir nichts! Ruhe, 200! Komm mit! Halt die Fresse! Was los? Die Klabusterbärchen hängen schon bei dir raus! Komm, Mann, hier! Komm! Halt die Fresse! Komm her, mein Freund! Komm, mal, ja? Was, was? Red Deutsch, Mann! Halt die Fresse! Was ist los, mein Freund? Du Pilzknolle! Was siehst du? Auf den Mund! Auf den Mund! Die Hände ein! Sag mal, lass mich in Ruhe! Bleib so hier! Sag mal, ich kann dir recht schnell. Tu die Hände nach hinten! Tu die Hände nach hinten! Was ich von dir will? Was seh ich denn hier? Was ich von dir will? Was ich von dir will, mein Freund? Das, was ich hier glitzern will. Du scheiß Bulle! Okay. Halt die Schnauze! Guck mal hier, den Scheiß will ich von dir! Den Scheiß! Mit dem du Leute abzockst! Und jetzt hältst du die Fresse! Auch diese wertlose Messingkette wäre mit einer mitleiderregenden Geschichte zum Einsatz gekommen, um hilfsbereiten Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Carsten Stahl und sein Team haben das Treiben des betrügerischen Duos endlich gestoppt. Hat er die Bullen gerufen? Ja, alles klar. Schon da. Auftraggeber ist auch gleich da. Alles da. Was ist denn los? Was willst du? Was wollt ihr? Halt die Schnauze. Was ist los, Mann? Halt die Schnauze hier. So, alles klar. Das ist am So, euer Handwerk ist jetzt gelegt, mein Freund. Hier ist vorbei. Mit Ausnutzen von Menschen, die im Endeffekt anderen helfen wollen. Hier ist Feierabend jetzt hier. Mit der Scheiße. Komm mal her, hier sind sie. Guck mal her, hier sind sie. Da sind sie, da sind sie. Darf doch wohl nicht wahr sein. Wollt ihr mich ruinieren, oder was? Unglaublich. Jetzt haben wir sie, das ist das Entscheidende. Jetzt kommt hier wieder Ruhe rein. Jetzt ist der Rufmord auch vorbei. Ja? Wir haben die Polizei gerufen. Der Rest macht der Staatsanwalt. Und für euch spielen Spinner jetzt hier Feierabend jetzt. Werner Lorenz kann endlich aufatmen. Das Team um Carsten Stahl hat wieder für Ruhe auf seinem Rasthof gesorgt. Und die dreisten Betrüger sind gefasst. Alles gut gelaufen. Oh.
Und das wird jetzt auch schön fett in der Presse stehen. Genau, so sieht's aus. So, Jungs, ab zum Hammer. Okay. Bevor die hier kommen, dann brauch ich... Sascha, nimm dich einen Kupferschmuck hier mit. Was ist das hier? Geht jetzt bei mir ins Auto. Geht jetzt bei mir ins Auto hier. Kannst du machen, Flamingo hier. Warum habt ihr mir nicht diesen Dreck hier angeboten? Ivan R. und sein Komplize wurden in einem Strafverfahren wegen Betrugs in 19 Fällen zu Freiheitsstrafen von jeweils 11 Monaten verurteilt. Die entstandenen Schäden muss das Duo ersetzen.